lodato Gesù Cristo. Siamo qui a concludere questa giornata particolare. Wir sind hier, um diese spezielle, außergewöhnliche Feierlichkeit zu beginnen. Questo giorno di Maria assunta in cielo. Maria, die aufgenommen ist in den Himmel. In anima e corpo. Mit Leib und Seele. E siamo qui oggi in maniera particolare. Und wir sind hier in besonderer Weise heute. Nel ricordo dell'ultima apparizione della Madonna. Wo wir jetzt denken an die letzte Botschaft, die die Gottesmutter hier auf diesem Berg gegeben hat. L'abbiamo ricordato più volte oggi. Mehrmals haben wir uns heute daran erinnert. La Madonna, come sappiamo, intorno alle ore 12. Und wir wissen mehrmals, so um 12 Uhr mittags. Di quel 15 agosto 2004. An diesem 15. August 2004. Ecco, per l'ultima volta ci salutava. Ist sie zum letzten Mal erschienen und hat uns gegrüßt. Attraverso Renato. Durch Renato. Che circa 15 giorni dopo. Der circa 15 Tage nachher. Ha avuto la sua eterna apparizione. Seine letzte ewige Erscheinung. Quella apparizione da cui non è più tornato come lui desiderava. Diese Erscheinung, von der nicht mehr zurückgekommen ist, von der immer wieder gesprochen hat. E allora credo sia giusto, anche se l'abbiamo ripetuto più volte oggi. Und ich glaube, auch wenn wir es heute schon mehrmals erwähnt haben, ripetere l'ultimo messaggio che la Madonna ci ha dato. Also wirklich diese letzte Botschaft nochmal wiederholen. Perché è un testamento che la Madonna ci ha lasciato. Es ist ein Testament, das die Gottesmutter uns geschenkt hat. Figli miei. Meine Kinder. Benedizioni a voi tutti, miei cari. Segen euch allen, meine Liebe. In questo giorno dove per tutti voi. An diesem Tag, wo für euch alle. Ho una parola di conforto e di amore. Wo ich für euch alle eine Wort des Trostes und der Liebe habe. I giovani che portate qui oggi. Die Jugendlichen, die ihr heute hierher bringt. Impareranno da voi a vivere il Vangelo. Werden von euch lernen, das Evangelium zu leben. La loro preghiera sale al cielo. Ihr Gebet steige zum Himmel. Insieme alla vostra preghiera. Zusammen mit eurem Gebet. Oggi con cuore di mamma vi benedico. Heute mit einem mütterlichen Herzen segne ich euch. E vi stringo a me insieme a Gesù. Und ich drücke euch an mich zusammen mit Jesus. Grazie quindi per tutto quello che avete fatto. Danke deshalb für all das, was ihr für mich getan habt. Grazie per la vostra presenza. Danke für eure Gegenwart, für eure Anwesenheit. Benedizione del cielo a tutti voi. Segen euch allen. Noi non sapevamo che questo era l'ultimo messaggio. Wir wussten damals nicht, dass es die letzte Botschaft war. Ma la Madonna ovviamente lo sapeva. Aber die Mutter Gottes wusste es. E esalta, risalta in questo messaggio. Und in dieser Botschaft kommt hervor. L'avevamo notato subito, ma senza capire. Das haben wir sofort erkannt, aber ohne es wirklich zu verstehen. Il fatto che per tre volte. Dass sie dreimal Folgendes sagte. In poche parole. In wenigen Worten. La Madonna ripete la parola benedizione. Hat die Mutter Gottes immer wieder Segen, das Wort Segen ausgesprochen. Lei ci aveva abituato in quasi 20 anni di apparizioni. Sie hatte uns in diesen 20 Jahren, fast 20 Jahren der Erscheinungen daran erinnert oder gewöhnt. A concludere sempre le sue messaggi con la parola vi benedico. Sie hat immer die Botschaft beendet mit dem Wort ich segne euch. Ma in questo messaggio addirittura inizia con la benedizione. Aber in dieser Botschaft hat sie bereits mit dem Segen begonnen. Ma qual è il significato della benedizione? Was ist also der Sinn dieses Segens? Che per noi è una parola normale. Das Wort, das für uns normal ist. Siamo abituati. Wir sind es gewohnt. Da quando siamo nati. Seit wir geboren sind. A ricevere le benedizioni. Dass wir immer wieder Segnungen bekommen. Soprattutto a fine della Messa. Besonders nach der Heiligen Messe. O dell'adorazione, eccetera. Ende der Heiligen Messe oder bei der Anbetung. Ma in realtà la benedizione ha un significato profondo nella Bibbia. Die Segnung hat in der Heiligen Schrift einen tiefen Ursprung. Ha almeno tre significati. Auf jeden Fall dreimal drei ganz wichtige Merkmale. Erstens. Una forza interna. Es ist eine innere Kraft. Che sostanzialmente rende possibile nella storia. Die es in der Geschichte hinein möglich macht. La realizzazione del piano di Dio. Die Verwirklichung des Planes Gottes. Quindi la Madonna
con le sue tre benedizioni in questo messaggio ci dice. Will die Mutter Gottes uns mit diesen drei Segnungen, mit den Segen aussprechen, will sie uns Folgendes sagen. Avrete la forza. Habt den, die Kraft. Per portare avanti il disegno che con voi ho iniziato. Um dieses, diesen Plan weiterzuführen, den ich mit euch begonnen habe. Il secondo significato. Der zweite Sinn. È il fatto che la benedizione produce benessere, sicurezza. Ist, dass der Segen uns wirklich auch viel Gutes bewirkt in uns. Und chi riceve la benedizione. Wer einen Segen erhält. Riceve da Dio un senso di benessere interiore. Bekommt vom Herrn etwas Inneres, ein Wohlergehen, ein Wohlsein. Un senso di sicurezza interiore. Eine bestimmte innere Sicherheit. Che ti permette di andare avanti. Die dir erlaubt, weiterzugehen. E di operare secondo Dio. Und nach Gott zu handeln und zu wirken. Quindi la Madonna 20 anni fa. Und so hat die Gottesmutter schon vor 20 Jahren. Non solo ci diceva avrete la forza per continuare. Nicht nur gesagt, dass wir die Kraft haben sollen, dazu haben sollen. Ma ci diceva. Ma ci diceva anche siete nella strada giusta. Aber sie sagt uns auch, dass wir auf der richtigen Straße sind. State sereni. Seid beruhigt. Abbiate forza interiore. Habt innere Kraft. Abbiate questa sicurezza interna. Habt diese innere Sicherheit. Che Dio è con voi. Dass Gott mit euch ist. E il terzo significato della benedizione. Und der dritte Sinn dieser dieser Segnung ist. È che essa conferisce. Dass sie sich darauf bezieht, frutti spirituali, dass eben spirituelle, geistige Früchte sein werden. Una fecondità spirituale, das ist also eine Fruchtbarkeit, eine spirituelle Fruchtbarkeit, nelle anime, in den Seelen zu spüren. Quindi, lei dice, lei ci diceva, lei, sie sagte und sagt, la vostra opera porterà frutto. Euer Werk, es wird Frucht bringen. Porterà frutto nelle anime. Frucht bringen in den Seelen. Realizzerà il piano di Dio. Es wird der Plan Gottes verwirklicht werden. Ecco il significato delle benedizioni, della benedizione di Maria in questo ultimo messaggio. Ist der Sinn dieser vielen, der Betonung dieser Segnung, dreimal des Segnen, die Segnung. Per questo dico, è stato un testamento il suo. Und deshalb sage ich, das ist das Testament, ihr Testament. Qual è il limite? Was ist die Ursache, der Grund? Che di fronte a tutto questi, a tutti questi doni, dass eben in Bezug auf all diesen Geschenken, die wir bekommen, se non c'è la collaborazione dell'uomo, wenn nicht die Zusammenarbeit mit dem Menschen geschieht, la benedizione rischia di rimbalzare, dann ist das Risiko groß, dass die Segnung umsonst gegeben wird. E di tornare laddove è partita. Und dass der Segen zurückgeht dort, von dort, wo er ausgegangen ist. E allora, dopo 20 anni, anche noi dobbiamo chiederci. Und so müssen auch wir uns nach 20 Jahren jetzt fragen, se abbiamo portato il frutto che la Madonna si aspettava. Ob wir Frucht gebracht haben, so wie sich die Gottesmutter von uns erwartet hat. O se dobbiamo migliorare ancora. Oder ob wir uns eben noch bessern müssen. Per poter portare fecondità. Um eben Fruchtbarkeit weiterzutragen. Per poter portare avanti l'opera di Dio. Um dieses Werk der Liebe weiterzutragen. E chiaramente in questo contesto ja, di benedizione. In diesem Zusammenhang mit den Segnungen. La Madonna ci raccomandava anche tre cose importanti. Sagte die Gottesmutter auch drei ganz wichtige Dinge. Prima di tutto la preghiera. Zuerst das Gebet. La vostra preghiera. Euer Gebet. Sale al cielo insieme con quella dei giovani. Möge zum Himmel aufsteigen zusammen mit jedem der Jugendlichen. Ed è l'invito. Und es ist die Einladung. Non solo a pregare. Nicht nur zu beten. Ma a pregare con i giovani. Sondern dass wir mit den Jugendlichen zusammen beten sollen. L'abbiamo sentito anche lungo la Via Crucis. Wir haben es auch entlang des Kreuzweges gehört. Le vostre mani giunte salveranno i vostri figli. Eure gefalteten Hände werden eure Kinder retten. E in un altro messaggio mi ricordo. Und in einer anderen Botschaft erinnere ich mich. La Madonna che diceva. Hat die Gottesmutter gesagt. Pensate sì alla salute dei vostri figli. Denkt ja an die Gesundheit eurer Kinder. Ma soprattutto alla salute spirituale. Aber denkt in besonderer Weise an die spirituelle, an die geistige Gesundheit. E allora è importante la preghiera. Und so ist es wichtig, das Gebet. Ma non è sufficiente. Aber es ist nicht genügend. La Madonna ci dice anche. Die Mutter Gottes sagt uns auch. Impareranno da voi.
a vivere il Vangelo. Sie werden von euch lernen, das Evangelium zu leben. E questo significa testimonianza. Zeugnis geben. La Madonna ci richiama la testimonianza. Der Gott ruft uns auf, Zeugnis zu geben. Sapete, noi siamo soliti dire. Wisst, wir sind gewohnt zu sagen. I tempi di oggi sono cattivi. Heute gibt es schlimme Zeiten. Quel tempo storico era migliore. Damals war in der Geschichte war die Zeit besser. Eccetera, eccetera. Noi cataloghiamo secondo le nostre schemi. Beurteilen einfach nach bestimmten Schemen. Sant'Agostino diceva. Der heilige Augustinus sagte. Non esistono tempi migliori o tempi peggiori. Es gibt keine schlechteren und gut besseren Zeiten. Esistono persone. Es gibt Menschen, che nei tempi, nei vari tempi, die in den verschiedensten Zeiten incarnano valori migliori o valori peggiori. Sich Fleisch werden lassen, bessere Werte oder schlechte Werte. Per cui i tempi sono migliori o peggiori in base alle persone che ci vivono dentro in quei tempi. Deshalb sind die Zeiten besser oder schlechter in dem Maße, wie die Menschen besser oder schlechter leben. In fondo i tempi che viviamo. Deshalb, wenn die Zeiten jetzt schlecht sind, siamo noi. Sind es wir, die wir schlecht leben. E se i tempi oggi non vanno tanto bene, und wenn heute die Zeiten nicht gut gehen, è perché non andiamo tanto bene noi. Ist, weil wir nicht gut leben. È perché gli uomini di oggi, weil die Menschen von heute, non stanno incarnando i valori giusti. Nicht die richtigen Werte in sich verkörpern. E allora non possiamo non chiederci. Und deshalb können wir nicht, uns nicht fragen. Ma i giovani di oggi, aber die Jugend von heute, in cosa credono? An was glauben Sie? In chi credono? An wen glauben Sie? Qual è la loro idea di giusto e sbagliato? Was ist Ihre Idee? Was ist gut? Wie beurteilen Sie gut und schlecht? Di bello e brutto. Di schönes und scheußliches. Di giustizia o ingiustizia. Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. È la domanda che, a cui penso possiamo rispondere tutti. Es sind Fragen, an die wir alle denken sollten und auf die wir alle eine Antwort e allora la Madonna ci dice, und die Mutter Gottes sagt uns, impareranno da voi. Sie werden von euch lernen. Voi, quindi noi. Ihr, also wir. Genitori. Eltern. Nonni. Und Omas, Großeltern. Cosa insegniamo ai nostri giovani? Lernen wir unseren Kindern und Jugendlichen. È tempo di impegnarsi oggi. Es ist Zeit, sich einzubringen. A seminare la buona semente. Wirklich den fruchtbaren Samen zu sehen. Se abbiamo bambini piccoli. Wenn wir kleine Kinder haben. È il tempo giusto. Dann ist die richtige Zeit gekommen. Per evangelizzarli. Und um sie zu evangelisieren. Se li abbiamo già grandi. Wenn sie bereits groß sind, erwachsen sind. E magari finché erano piccoli noi non abbiamo fatto proprio il nostro dovere. Wenn sie noch klein war, haben wir zu wenig unsere Verpflichtung sind wir zu wenig unserer Verpflichtung nachgegangen. Allora è tempo ugualmente di seminare. Es ist dennoch höchste Zeit und Zeit, dass wir sehen sollen. Non farsi tanti problemi per il passato che è passato. Nicht so sehr, dass wir uns zu viele Sorgen machen von dem, was von der Zeit, die bereits vergangen ist. Ma seminare. Aber ausstreuen, den Samen ausstreuen. Incarnare questi valori giusti. Diese wirklich wertvollen Werte eben hineinsehen. Per far nascere valori giusti. Um wirklich neue Werte sehen. Per generare wachsen zu lassen. Tempi migliori. Um neue Zeiten, bessere Zeiten hervorbringen zu können. E se anche i nostri ragazzi. Und auch wenn unsere Jugendlichen. Ci prenderanno in giro. Uns auslachen. Ci derideranno. Verlachen. Ecco, io continuo a dire, guardate che questo oggi è un prezzo da pagare. So möchte ich wirklich sagen, es ist eben der Preis zu zahlen heute. Oggi c'è un prezzo da pagare. Heute müssen wir einen bestimmten Preis bezahlen. Che è quello anche di farsi deridere. Auch dafür, so dass wir uns eben auch verlachen anche, lassen. Speriamo di no, anche dai nostri ragazzi. Auch, wir hoffen es nicht, von unseren eigenen Jugendlichen. Pur di seminare a loro la buona semente. Auch wenn wir uns bemühen, oder gerade weil wir uns bemühen, den guten Samen zu sehen. Diceva Gesù un giorno a Renato, sagte einmal zu Renato, le generazioni che sono fuori strada, die Generationen, die außerhalb der Bahnstraße gehen, non guariranno da tanti piani intellettuali.
werden nicht so sehr geheilt durch intellektuelle Pläne, die gemacht werden? Non guariranno nei centri sportivi. Sie werden nicht geheilt in den sportlichen Anstalten? E forse neanche nelle scampagnate nel bosco. Und auch nicht vielleicht in den Ausflügen in den Wäldern? Ma diceva Gesù. Aber Jesus sagte. Guariranno nella misura in cui voi. Sie werden heilen in dem Maße wie ihr. Opererete nel mio piano di giustizia. In meinem Plan der Gerechtigkeit arbeiten werden. Che è la stessa parola della Madonna. Ist dasselbe Wort wie die Gottesmutter sagt. Impareranno da voi. Sie werden von euch lernen. È una responsabilità. Also große Verantwortung. Ma è una responsabilità fondamentale. Aber eine wirklich fondamentale Verantwortung. Quindi preghiera, testimonianza. Gebet, Zeugnis geben. E infine azione. Und zum Schluss eben auch die Aktion. Cristianesimo attivo. Ein aktives Christentum leben. È interessante, la Madonna in questo messaggio dice grazie per tutto quello che avete fatto. Die Mutter Gottes sagt in dieser Botschaft, danke für all das, was ihr gemacht habt, getan habt. Anche questa è una cosa che subito non avevamo dato tanto peso. Auch dies ist ein Satz, dem wir am Anfang nicht genügend Rechnung getragen haben. La Madonna ha detto tante volte, grazie per quello che fate e farete. Sagte oft, danke für all das, was ihr tut und was ihr noch tun werdet. Qui dice grazie per quello che avete fatto. Und in dieser Botschaft, in dieser letzten Botschaft, sagt sie danke für das, was ihr getan habt. Come ripeto, lei sapeva che era l'ultimo messaggio. Wiederhole ich nochmal, sie wusste ja, dass es die letzte öffentliche Botschaft Ma war. Ma in questo ringraziamento, aber in diesem Dank, lei ci sta dicendo, sagt sie uns, grazie per quello che avete fatto con me finora. Danke für all das, was ihr bis jetzt mit mir zusammen mit mir getan habt. Continuate. Aber fahrt fort. A fare che cosa? Was zu tun? A vivere il mio insegnamento. Ja, das zu leben, was ich euch gelehrt habe. Ad approfondirlo sempre di più. Dass ihr dies immer tiefer vertieft eben. Un giorno Renato, verso la fine della sua vita, fece un discorso, mi pare proprio durante il meeting. Eines Tages hat Renato darüber gesprochen, ich glaube, es war gerade das Meeting, Jugendmeeting. E disse, und er sagte, che cosa ci chiede la Madonna? Kurz vor seinem Tod, was? Ci chiede la preghiera. Was, um was bittet uns die Gottesmutter? Ma non basta la preghiera. Das Gebet, aber es genügt nicht das Gebet. Ci chiede la consacrazione. Sie bittet um die Weihe an ihr unbeflecktes Herz. Ma non basta la consacrazione. Aber es genügt nicht diese Weihe. Ci chiede la penitenza. Sie bittet um uns um Opfer. Ma non basta la penitenza. Aber es genügen nicht die Opfer. Ci chiede di testimoniare. Sie bittet uns um Zeugnis zu geben. Ma non basta la testimonianza. Aber es genügt nicht das Zeugnis. Allora cosa ci chiede la Madonna? Was bittet uns dann die Mutter Gottes? Ci chiede di donare la vita. Sie bittet uns, dass wir unser Leben hingeben, hinschenken. Che non vuol dire morire. Das nicht heißt, dass wir sterben müssen. Ma vuol dire vivere per lei. Aber das heißt, dass wir für sie leben müssen. Con lei. Mit ihr leben. In lei. In ihr leben. Per mezzo di lei. Durch sie leben. Sono sempre stato colpito. Ich bin immer, war es immer sehr getroffen. Da un messaggio che la Madonna ha lasciato in Belgio, a Bannet. Von einer Botschaft, die Mutter Gottes in den 30er Jahren in Bannet gegeben hat. La Madonna diceva in uno dei suoi ultimi messaggi in quel luogo. Mutter Gottes hat in den letzten Botschaften an jenem Ort gesagt. Se mi amate. Se, wenn ihr mich liebt. Date la vita per me. Gebt das Leben hin für mich. La stessa cosa che ci ha detto Renato. Dasselbe, was Renato zu uns gesagt hat. Se mi amate. Wenn ihr mich liebt. Date la vita per me. Gebt euer Leben hin für mich. Che vuol dire come usate la vita per me. Verwendet euer Leben für mich. Non siamo capaci purtroppo. Aber leider sind wir das nicht imstande. Ancora troppe cose del mondo ci distraggono da Dio. So viele Dinge der Welt zerstreuen uns noch. La crisi, la grande crisi economica. Die große wirtschaftliche Krise. Che gli esperti dicono ci sarà l'anno prossimo. Die Experten ja voraussagen für das nächste Jahr. A partire dagli Stati Uniti d'America in poi. Ausgehend von Amerika. Ecco, forse, e che poi con effetto domino coinvolgerà l'Europa e tutto il resto. Mit dem Domino-Effekt wird es über ganz Europa kommen. Ecco, forse, non fraintendetemi. Aber versteht mich nicht falsch. È provvidenziale. Es ist notwendig. Perché sempre Gesù ci disse. Denn Jesus sagte uns immer. Poiché i beni che avete vi allontanano da me.
eben all die guten Dinge, die Güter, die ihr bekommen habt, euch von mir entfernen? Io sono costretto a togliere molti beni a voi. So bin ich gezwungen, euch viele Güter wegzunehmen. E forse quando non avremo più tanti beni. Und wenn wir bald nicht mehr viele Güter haben werden. E tanti affanni del mondo. Und viele negative Dinge uns anhängen. Forse allora saremo più disponibili per il Signore. Dann werden wir vielleicht mehr offen sein für das Wirken Gottes. Forse allora anche i nostri giovani. Vielleicht werden dann auch unsere Jugendlichen. Saranno un po' meno portati sempre fuori da loro stessi. Mehr nicht so sehr von sich selbst aus sich herausgehen wollen. Ma cominceranno a guardare un po' più dentro se stessi. Aber sie werden in sich gehen. E con la nostra preghiera. Und mit unserem Gebet. Speriamo, anzi. Siamo sicuri? Hoffen wir, ja, im Gegenteil, ja, wir sind sicher darüber. Troveranno Gesù, troveranno Maria, che continua a chiamarli. Dass sie Jesus in sich finden und Maria, die sie ruft. A diventare apostoli di una nuova civiltà dell'amore. Damit auch sie Apostel der neuen Zeit der Liebe werden. Apostoli per il trionfo del cuore immacolato di Maria. Apostel der Liebe des Triumphes des unbefleckten Herzens. Accogliamo allora la benedizione di Maria. Nehmen wir also die Segnung der Gottesmutter an. Nel senso che abbiamo detto prima. So wie wir vorhin gesagt haben. Accogliamo questa sua forza. Nehmen wir ihre Kraft auf. Condividiamo questi suoi frutti che lei vuole che attraverso di noi si producano nelle anime. Teilen wir diese Früchte, die wir weitergeben können auch vielen anderen Seelen. E andiamo avanti. Und gehen wir weiter. 20 anni li abbiamo passati. 20 Jahre sind nun vergangen. Adesso ci sono gli altri 20 anni da passare. Die nächsten 20 Jahre zu überstehen. Ma certamente bisogna cominciare a passarli in maniera diversa aber da come li abbiamo passati finora. Noch intensiver als wie wir sie bis jetzt. E questo dipende ovviamente da ciascuno di noi. Natürlich von jedem einzelnen von uns ab. Sia lodato Gesù Cristo. Lob sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.